Jo Leute, was geht jetzt? Zap am Start. Heute zeige ich euch natürlich, wie man den Windstab bauen kann und auch verbessern kann. Easy und in vielen einfachen Schritten. Also wir sehen uns gleich nochmal. Also haut rein und bis dann. So und willkommen zurück und natürlich zeige ich euch als erstes, wo die Schallplatte zu finden ist. Und zwar, erster Spot wäre hier rechts neben Stemming Up, der zweite Spot wäre hier hinten auf der Kiste drauf und für den dritten Spot müsst ihr in die Lightning-Höhle gehen, da wäre der dritte Spot auf dem Tisch drauf. Der nächste Schritt ist eigentlich ziemlich simpel und zwar müsst ihr jeden der drei Roboter einmal reingelangen, indem ihr den Leuchtefuß ausschießt. Einmal wäre ein Roboter bei der Kirche, dort wäre der Roboter Freya, einmal in der Mitte, da wäre der Roboter Thor und einmal am Spawn noch, da wäre der letzte Roboter Odin und dort in jedem der drei Roboter wäre ein Stabteil drinnen. Also eigentlich ganz einfach, aber trotzdem vertraut einfach nicht nur einer Kugel, wenn ihr jetzt drauf schießt, Beispiel mit der Mauser, ich glaube da braucht man sogar zwei Schüsse, also vertraut nicht nur einer Kugel, weil wenn das einmal nicht connectet, dann seid ihr tot und wenn ihr Solo spielt und keinen, ja, Quick Revive habt, dann ja, da war es das Game Over für euch. Aber jetzt natürlich wieder zurück zum Stab und zwar, wenn ihr dann alle drei Windstabteile zusammen habt, das heißt einmal bei der Kirche das Teil geholt, einmal beim Spawn und einmal in der Mitte, müsst ihr natürlich in die Windhöhle gehen. Das heißt, ihr müsst zu Generator 4 bei Juggernaut gehen, dort das Grammophon platzieren und in den Crazy Place gehen und natürlich das eine und letzte Stück holen und zwar dem Windstabkristall. Dann macht euch natürlich zurück auf den Weg zu Packer Punch nach ganz unten in den Keller und baut natürlich am Altar den Windstab. Und so habt ihr schon den Windstab erhalten. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem nächsten Schritt und zwar zum Ultimativmachen oder auch zur Verbesserung. Dafür müsst ihr euch selbstverständlich wieder in den Crazy Place begeben und etwas Bestimmtes machen. Und zwar müsst ihr eine Symbolenreihenfolge eingeben. Die werde ich wieder hier mit einem Screenshot einblenden von Armburg Alex auch in der Beschreibung verlinkt. Die Symbolenreihenfolge ist immer die gleiche. Also keine Sorge, ihr könnt es eigentlich so gut wie gar nicht falsch machen. Auf jeden Fall, wenn ihr es dann richtig eingegeben habt, müsste natürlich wieder ein positiver Sound kommen, erklingen. Das würde bedeuten, ihr kommt jetzt zum nächsten Schritt. Und dafür müsst ihr natürlich wieder in die normale Welt. Und zwar müsst ihr drei rauchende Steinbälle abschießen oder auch Steinskulpturen. Auf jeden Fall wäre hier einer bei Juggernaut, kann man eigentlich nicht verfehlen. Die Dinger rauchen erst, wenn man bei diesem Schritt jetzt angelangt ist. Dann wäre hier noch einer, wenn ihr auf der rechten Seite bei Panzerausfahrt seid. Das wäre jetzt bei der Stemming-Up-Seite oder Richtung Kirche einfach. Also den Spot müsstet ihr auch so eigentlich dann sehen können, wo ein rauchender Ball ist. Der dritte Spot und letzte Spot wäre dann hier bei Stemming-Up, kann man auch nicht verfehlen, ist eigentlich gleich daneben. Also alles nebeneinander und wenn ihr das geschafft habt, müsst ihr natürlich in die Mitte gehen, die Farben in die richtige Reihenfolge bringen, natürlich müssen die alle gelb sein, schießt dann die gelbe Kugel ab, damit sie in den Crazy Place geht und danach müsst ihr euch natürlich selbstverständlich auch in den Crazy Place begeben. Dafür müsst ihr wieder zu Generator 4 bei Juggernaut gehen, natürlich in das Windportal rein, den Windstab auf den Windstabaltar ablegen und hier gebe ich euch einen kleinen Tipp für das Füllen und zwar, wenn ihr jetzt einen anderen Stab, Beispiel Eisstab oder Blitzstab oder auch den Feuerstab jetzt früher fertig habt und auch schon ultimativ gemacht habt, tut ihn hier im Crazy Place ablegen, weil ihr könnt ihn dann hier nehmen zum Seelenfüllen. Das ist also ein sehr guter Tipp von mir jetzt, falls ihr das noch nicht wusstet. Auf jeden Fall richtig nice, wenn ihr hier jetzt sehen könnt, habt ihr jetzt auch den Windstab schon. Wird auch natürlich links oben angezeigt. Auf jeden Fall ist das Ende des Videos und ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, wäre es dann schön, wenn ihr es teilen könntet. Aber auf jeden Fall sind natürlich auch die anderen Tutorials für die anderen bisherigen Stäbe, die ich gemacht habe, in der Beschreibung verlinkt. Also auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Video. Also haut rein und bis dann.